brauchst du mal nicht her. Die ersten 15 Minuten der Verschüttungsdauer ist die Überlebenswahrscheinlichkeit noch sehr hoch. Da liegt es in etwa bei 90% und die nimmt dann einfach rapide ab, weil unter dem Schnee ist halt einfach die Atemhöhle oder beziehungsweise das Atmen halt sehr schwer. Und dann kommt einfach die Kälte noch dazu, die Unterkühlung. Von dem her ist es also wichtig, dass der schnell geborgen wird. Die Zeit, bis die Alarmierung dann abgesetzt ist bei der Leitstelle, bis der Einsatzleiter verständigt ist, bis die Einsatzkräfte ausrücken, da ist eine halbe Stunde mal nichts. Also bis eine halbe, dreiviertel Stunde, bis einmal die Ersten auf der Lawine sind, wenn man von der organisierten Bergrettung spricht. Und dann ist natürlich, sind wir schon in einem Bereich, wo halt also die Überlebenswahrscheinlichkeit schon sehr, sehr gering ist. Da sind eigentlich nur die überlebensfähig, die eine vernünftige Atemhöhle haben, die wo nicht schon durch mechanische Verletzungen, das heißt also durch den Absturz oder das Mitreißen in der Lawine, so schwer verletzt worden sind, dass letztendlich an diesen Verletzungen versterben. 15 Polizisten des alpinen Einsatzzuges, 15 Einsatzkräfte der Bergwacht, 2 verschüttete Skifahrer. So kann der Ernstfall aussehen. Die Retter kommen mit Helikopter, wenn das Wetter passt. Ansonsten tasten sie sich auf Skiern durchs Gelände. Ab jetzt zählt jede Minute. Das Erste ist also, dass man versucht, also ein Signal von einem Lawinenverschüttungssuchgerät zu lokalisieren. Das heißt also, schauen, ob hier ein Gerät verschüttet ist, also ob dieses sendet, ein sogenannter Piepser. Und wenn man dann sein Signal hat, geht man dann in die Feindsuche und geht dann mit der Sonde letztendlich in die Punktordnung und beginnt dann hier zu schaufeln. Wenn dann alle Stricke letztendlich reißen, das heißt also, wenn eine Person verschüttet ist, was der Hund vielleicht nicht lokalisieren kann und auch letztendlich keinen Piepser bei sich trägt, was immer wieder vorkommt leider, dann bleibt letztendlich nur die Möglichkeit, dass man über Sondierkette den ganzen Lawinenhang absucht. Die Hundenase. Sie kommt noch vor der Technik. Einen verschütteten Menschen bis zu 3 Meter unter der Oberfläche erkennen, das ist für einen Lawinenhund kein Problem. Das ist der Pep, mein belgischer Schäferhund. Die ganzen Polizeihunde braucht einen ziemlichen Spieltrieb. Das Ganze muss ihm einfach Spaß machen. Er spielt eine ganz große Rolle, weil der Hund natürlich 200 Millionenfach bessere Nase hat wie der Mensch. Sobald ich den Hund auf die Lawine bringe, kann ich ihn losschicken und er kann selbstständig schon nach der Person suchen. Er zeigt mir die Person an und fängt schon das Graben an. Alles andere mit Piepser, mit dem ganzen anderen, kann ich dann nebenbei machen. Ich kann dann die anderen Trupps schon losschicken, wenn ich weiß, es sind mehrere verschüttet. Aber das Erste und Schnellste ist halt einfach der Lawinenhund. Das Vergnügen Berg. Es bringt die Einsatzkräfte immer öfter an ihre Grenzen. Die Zahl der Bergunfälle, sie steigt nämlich von Jahr zu Jahr. Mehr als 7600. So viele Arbeitsstunden fielen bei den alpinen Einsatzgruppen der Bayerischen Polizei 2017 an. Im Vorjahr waren es noch unter 7000 Stunden. Zahlenmäßig sind es natürlich die Skiunfälle. Aber wir haben eine Mischung aus Kletterunfällen im Sommer bzw. nicht im Winter. Wir haben die Skiunfälle dann in der Winterjahreszeit. Wir haben die klassischen Lawinenereignisse während des Winterhalbjahres. Das ging im letzten Jahr schon im September los. Wir haben natürlich zunehmend diese klassischen Trendsportarten, ob das jetzt Canyoning ist, ob das jetzt das Bouldern in die Kletterhallen ist, wo man Sachbearbeiter für Bergunfälle braucht. Dem Tod das Wasser oder in dem Fall den Schnee abgraben. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Manchmal geht er gut, manchmal aber auch schlecht aus. Seit vergangenem Herbst kamen in Bayern bisher 3 Menschen in Schneemassen ums Leben.